Dr. Hendricks, Frau Senatorin Blankau, ich freue mich besonders, dass Sie heute im Moment Zeit finden, auch uns hier am Stand zu besuchen. Wir haben es eben angesprochen, im Kontext Immobilie, Energie, Mobilität, dieser zweiten Hamburger Energietage sind die Akteure vor Ort gefragt. Und ich denke, dass wir zu diesen Akteuren vor Ort gehören. Sie haben uns ja auch schon ganz kurz erwähnt, als halböffentliche Energieagentur mit Sitz in Hamburg verfolgen wir dieses Thema intensiv dort. Den definieren wir als Hamburg natürlich im engeren Sinne, aber auch der Metropolregion Hamburg. Wir sind aber auch darüber hinaus in Deutschland aktiv, wie Sie, Frau Ministerin, vielleicht aus Berlin ja wissen. Denn zum Thema Information und Beratung haben wir ja auch das Effizienzhaus Plus mit Elektromobilität in der Fasanenstraße mit Frau Merkel eröffnet und ja auch die letzten zwei Jahre begleitet. Wir sind in Hamburg im Bereich Information und Beratung intensiv unterwegs. Das gilt sowohl für die Intentionen des Bundes und Ihres Hauses, für die Hauswendekampagne, für die wir insgesamt 13 Veranstaltungen hier in Norddeutschland vorbereiten, mit Banken und Sparkassen. Es sind auch einige Partner, die Commerzbank heute hier zu Gast. Wir sind aber auch im Bereich der Information und Beratung auf hamburgischer Seite tätig. Und das ganz konkret für die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt. Und das muss ich auch sagen, in einem besonderen Rahmen bundesweit. Denn Sie haben das vorhin angesprochen, in der Kooperation mit dem Energiebauzentrum und der Handwerkskammer hier in Hamburg betreuen wir insgesamt rund 2000 Beratungen pro Jahr, die wir in dem Netz, was wir hinten auf der Übersichtstafel sehen, über ganz Hamburg verteilt, kostenfrei für alle Hauseigentümer anbieten. Das ist vielleicht auch eine Botschaft für die Zukunft. Information und Beratung, so wie sie hier Hand in Hand läuft, die Intention des Bundes mit den Überlegungen und den Möglichkeiten eines Bundeslandes zu kombinieren und vielleicht auch im Modellfall, den wir gerne auch in Ihrem Haus und in den anderen Ministerien immer wieder anbieten und weiterempfehlen. Zu dem Thema Modellprojekte und den Ideen, auch das wurde ja angesprochen, die guten Ideen für die Umsetzung, haben wir hier drüben auch mit ausgestellt, das Modellprojekt in Frankfurt, der AWG, was ja zeigt, wie ein Effizienzhaus Plus funktioniert und mit dem besonderen Gedanken, wie hier auch ein Wohnungsunternehmen den in dem Gebäude erzeugten Strom als ja sozusagen Flatrate 1200 Kilowattstunden in einem Mietvertrag für die Mieter auch mit zur Verfügung stellt. Das sind aus unserer Sicht heraus innovative Botschaften für die Wohnungswirtschaft, für alle Planer, für die Bauherren, für die Kommunen, die wir, und so ist ja auch der Titel auch unser Beratungsangebot hier an dem Stand, die wir hier in die Öffentlichkeit hineintragen. Herzlichen Dank dafür. In der Tat geht es auch um technologieunabhängige und insgesamt unabhängige Beratung. Das ist mir auch sehr wichtig. Man kommt ja sonst leicht in den Verdacht, hinter irgendeinem Unternehmen zu stehen. Das tun wir nicht. Und es geht uns um Technologieoffenheit und natürlich auch um Wirtschaftlichkeit. Und Sie haben ja nun Ihrerseits angesprochen, wie wichtig Sie auch die Energieeffizienzhäuser sind. Wir haben mittlerweile ja über 36 Energieeffizienzhäuser. Ich habe das in der Fasanenstraße gesehen. Und eine vierköpfige Familie, eine deutsche Modellfamilie im Energieeffizienzhaus-Modell aus. Und das klappt aber alles, und dass da so viel Energie raus, dass sie dann das Elektroauto und die Elektrofahrräder damit schmeißen. Also echt ein Plus. Und die werden dann jetzt noch in diesem Jahr noch ein halbes Jahr umbauen. Und dann werden wir das in ein Infocenter umwandeln. Und wir wissen jetzt, dass wir damit in der Tat letztlich weltweit aufsehen erregen. Die sie nicht zuletzt haben, sondern die Planer aus der ganzen Welt sind schon jetzt an dieser Technologie interessiert. Ich glaube, dass wir da gut vorankommen werden. Interessant ist, dass zum Beispiel mittlerweile Fertighaushersteller sich dieses Themas angenommen haben und dass damit also sozusagen zu bezahlbaren Kosten für normale Investoren eines Einfamilienhauses tatsächlich Energiehaus, Effizienzhaus, Plushäuser schon in Fertigvorwahl errichtet werden können. Wenn wir das erreichen, dann sind wir in der Marktbestimmung gekommen. Herzlichen Dank. Wir arbeiten daran. Vielen Dank für Ihren Besuch. Dankeschön.